Ist denn jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, um auch noch all die schmerzhaften Prozessveränderungen im Krankenhaus anzugehen? Zugegeben, die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, denn nach mehr als einem Jahr Pandemie sind wir alle mehr als müde. Wir haben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Krankenhaus Unglaubliches zugemutet und jeder von ihnen leistet auch heute noch Herausragendes. Trotzdem ist meine Sicht auf das Thema sehr klar. Ja, wir müssen jetzt auch die schmerzhaften Themen angehen. Denn wir sind gleichzeitig auch in der besten Lage, das jetzt besonders schnell und gut zu können. Wir haben ein Jahr lang jeden Tag gelernt, was es heißt, Veränderungen annehmen zu müssen und diese zu etwas Besserem zu führen. Wir sollten jetzt nicht zurückgehen in eine Welt der Trägheit, in der wir uns sicher fühlen, indem wir in unseren Comfort Zones sind. Denn die Chance, die sich jetzt bietet, mit der Digitalisierung echte Transformation und damit auch schmerzhafte Bereiche neu zu definieren, die ist jetzt viel, viel besser, als sie jemals war. Nehmen wir diese Chance, gehen wir nicht einfach zurück in das, was ein befreundeter und sehr erfahrener Krankenhausberater mir neulich sagte. Naja, Sachkosten schreien nicht, man kann auch die einfachen Sachen machen, sondern nehmen wir die Herausforderung an und machen wir was richtig Gutes daraus.